Hallo, ich habe mir überlegt, eine Reihe über Grammatik und Rechtschreibung zu machen, weil ich öfter darüber gefragt werde. Heute soll es um die Wortarten gehen. Ich möchte euch einen kurzen Überblick über die drei wichtigsten Wortarten geben. Das sind Nomen, Verben, Adjektive. Nomen sind Namenswörter. Und Nomen sind alle die Wörter, die groß geschrieben werden. Nomen kann man verändern, das nennt man deklinieren. Oder wenn wir ein deutsches Wort haben wollen, dann sprechen wir auch vom Beugen. Beim Beugen oder Deklinieren von Nomen ist es wichtig, dass wir vier Fälle haben: Nominativ, Genitiv, Dativ und Akkusativ. Aber was es damit genau auf sich hat, werden wir noch in einem anderen Video besprechen. Wenn wir dann später mit den Wortarten durch sind und zum Satzbau kommen, dann könnt ihr euch schon mal merken, sind Nomen immer Subjekt oder Objekt. Ja, was sind Verben? Verben sind Tu-Wörter oder Tätigkeitswörter und sie geben an, was getan wird. Verben tut man konjugieren oder wenn wir ein deutsches Wort haben wollen, dann ist das wieder beugen. Beim Beugen oder Konjugieren von Verben sind drei Dinge wichtig: die Person, die Anzahl und die Zeiten. Personen gibt es drei. Anzahl ist, ob es Singular, Einzahl oder Plural, Mehrzahl ist. Und bei den Zeiten unterscheiden wir zwischen Zukunft, Gegenwart, Vergangenheit, ganz grob gesagt. Und für das nächste Thema, wenn wir mit Wortarten durch sind und dann wieder zum Satzbau kommen, könnt ihr euch schon mal merken, dass Verben immer das Prädikat darstellen im Satz. So. Was können wir über Adjektive sagen? Adjektive komparieren wir oder zu Deutsch, wir steigern sie. Es gibt zwei Steigerungsstufen. Die Grundform heißt positiv beim Adjektiv, die erste Steigerung komparativ und die dritte Steigerung superlativ. Was das ganz genau ist, werden wir auch in einem Extra-Video besprechen. Wenn es später um den Satzbau geht, müsst ihr euch bei Adjektiven überhaupt nichts merken, weil Adjektive können überall mit drin vorkommen. Okay, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns dann mit den Nomen beschäftigen. Falls euch das interessiert oder ihr da Bedarf habt, abonniert mich doch bitte, wenn euch das Video gefallen habt. Vergesst nicht, einen Daumen hoch zu geben. Und wenn ihr irgendjemanden kennt, dem dieses Video helfen könnte, teilt den Link mit ihm. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.